Am 30. Juli 1729 wurde Jakob Josef Müller im Steinhaus in Wiel geboren. 1753 unternahm er eine Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela, die für sein weiteres Leben prägend werden sollte. Nach der Weiterreise nach Madrid besuchte Müller die Königliche Malerakademie von San Fernando. An der Diplomfeier vom 6. Februar 1757 erhielt er vor den Augen König Ferdinands VI. Sein Diplom und, da er erster seiner Abteilung war, auch eine Ehrengoldmedaille. Bei der Rückkehr nach Wiel, die ihn über das Meer führte, gelobte er angesichts eines lebensbedrohlichen Sturmes, ein großes Kirchenbild unentgeltlich zu malen. Mit dem Deckengemälde der Kirche Maria Dreibrunnen wurde das Gelübde eindrücklich eingelöst. Von 1790 bis 1796 war Jakob Josef Müller Wieler Schultheiß und Ratsherr. Im Jahr 1801 ist er hochgeachtet gestorben.